Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Path of Exile, diesmal mit der Delirium-Liga. Ich bin wieder aktiv am Spielen. Es kann sein, dass es ein bisschen laggy aussieht oder so, das ist wegen On-Broadcaster-Software, das macht ein bisschen laggy mit diesem Spiel, die Engine macht es irgendwie ein bisschen laggy. Kann sein, kann auch nicht so sein, weil ich habe ein schlechtes Video-Anschauprogramm, das ein bisschen zu sehr laggt. Eigentlich nur Freeware. Ja, aber ich schaue es mir dann an. Das ist jetzt Delirium, also hier ist überall Nebel. Ich bin durch ein Portal gegangen. Und jetzt muss ich alle Gegner besiegen. Und ihr seht's, ich schieße eigentlich nur mit diesem Blitzzeug. Wo ich den Namen gerade nicht weiß. Kinetic Bolt. Und das castet einfach Zauber für mich. Durch diesen Spellbinder. Spellslinger auf Deutsch. Ja, das glaube ich auch im Spellslinger. Ja, es ist ein Spellbind. Also es tut Attacken, ja. Die Attacken Spells koppeln. Und dadurch ist alles mega einfach. Und ich spiele echt wenig, aber ich kann mir sofort eigentlich das. Also das Labyrinth war noch nie so einfach, das erste Labyrinth. Und deshalb, ja. Ich bin einfach hier am Chillen, ich sammle alle Gegenstände noch gleich ein, muss nie Heiltrank trinken. Hab sowieso jetzt auch einen Sofort-Heiltrank. Ah, weg da. Ja, das ist wieder weg, den Timer oben. Ich bin einfach ein bisschen falsch gelaufen, weil ich dachte, das geht wirklich nach Norden. Ja, da müssen wir ein bisschen schneller sein. Ja, jetzt hört es leider auf, also wir haben nur zu begrenzte Zeit, das ist ein bisschen blöd, dass wir so wenig Zeit haben, gerade in diesem Level. Und wir bekommen eigentlich jetzt wieder mehr Loot, seit einem kleinen Patch jetzt bekommen wir mehrfach Sachen über. Und das ist ja schon mal mega gut. Oh, jetzt sind wir schon hier, wir können gleich mal ins Lavaland gehen. Coins Traum. Ja, ich spiele auf Englisch, weil es immer wieder auf Englisch rüberschiebt. Also ich habe nicht Bock, wegen jedem Hotfix die ganze Zeit wieder auf Deutsch zu stellen. Und dafür müssen wir ins Singleplayer, ins Hauptmenü gehen. Das können wir eigentlich nachher machen. Aber ja, der erste Part hat jetzt von Path of Exile, ist jetzt nicht mich erinnert habe, dass jetzt wieder ein Patch ist. Also dass man das halt einfach machen muss. Halt einfach Ding. Und der Loot-Filter geht auch irgendwie nicht. Also momentan habe ich so das Gefühl, die Entwickler haben sehr viele Probleme mit dem Spiel gerade. Weil so viele Bugs jetzt wieder drin sind, die eigentlich gar nicht sein müssen. Also zum Beispiel, dass die Loot-Feder gar nicht funktioniert. Weil ich ja auch alles anzeigen möchte. Nur eben, ich kann es nicht einfach ausstellen. Also ich möchte, dass die verschiedenen Objekte einen Namen haben. Nur, dann habe ich keinen Loot-Filter. Also dann filtert es nicht mehr. Und das ist negativ. Ich finde es halt einfach momentan echt nicht so toll. Perfekt, es ist wirklich. Ich glaube wegen Tencent, weil die ja gekauft haben, geht Path of Exile in Stiefel runter. Also wird leider irgendwie schlecht. Weil die Entwickler gar nicht mehr so viel alles fixen und so weiter. Es eher langsam wie ein unfertiges Spiel wirkt, als ein fertiges Spiel, was schon mal war. Also ziemlich fertig und balanciert. Das war so 2015, 2014 noch. Und seitdem sind so viele Features reingekommen, dass alles unbalanciert wirkt, weil es einfach nicht zu fertig gearbeitet wird. Also schau, ich möchte nicht so spielen, das ist alles automatisch. Ich möchte gar nicht so spielen. Nur ich habe jetzt einfach diesen Bild mal gewählt, dass ich wollte einen Stuff, also ein Wonder machen. Und habe diesen Spell gefunden, recht früh. Und seitdem caste ich eigentlich so wild herum, dass alle Gegner sofort sterben. Keinen Schwierigkeitsgrad mehr hat und so weiter. Das ist schade. Ja. 3 und 1, okay. Ja, ist jetzt nicht so gut, weil wir sind gezwungen, ja wieder zurückzugehen, wenn der Weg nur noch zurückführt. Ja. Ist natürlich blöd. Schon wieder voll. Ja. Alles raus, aber für mich ist es gar nicht so schlimm. 5%, das ist ja. Oh, das ist ein guter. Ja, da kommen noch mehr Besucher. Liebe Monster, geht einfach weg. Ich will noch ein bisschen mit herauswerfen.
Ich finde es aber sehr interessant, dass es so richtig nichts zu machen ist, außer die ganze Zeit rechte Maustaste zu drücken. Ist es noch recht spannend, den Kügelchen zuzuschauen. Ich kann ja ein bisschen Fußball spielen. Ja, ich nenne den Bart jetzt Fußball spielen in Power of Exile oder einfach Bällchen spielen in Power of Exile. Ja. So. Da wir so viele Monster kennen, habe ich da ganz viele, die nicht Level. Ja, noch ein Level weiter brauchen, ein Charakterlevel. Also kann ich da auch nicht so viel machen. Und man findet einfach zu einfach die Items jetzt, seit diesem kleinen Hotfix. Ja, ich werde es noch in die Kommentare schreiben, also in die Videobeschreibung schreiben, was es für ein Fix ist. Und Link machen am besten. Sages. Ja, aber eben die Kügelchen alleine machen wirklich wenig Schaden noch. Da muss alles noch ein bisschen besser werden. Aber der Bild gefällt mir. So. Was haben wir denn hier in den Links? Also, das ist natürlich Kinetic Bolt. Dann habe ich Spell Kaskade, damit ein bisschen mehr von diesen Qualität erscheinen. Spellslinger, natürlich, dass Qualität ausgelöst wird. Qualität Death. Dann habe ich die zwei Auren, also Halt of Ice und Thunder. Thunder ist, glaube ich, hier. Okay. Dann habe ich Kinetic Bolt mit Desecrate, damit Spellslinger aber von diesem Kinetic Bolt, das wusste ich gar nicht, dass das geht. Es muss nur eine Attacke noch gelinkt sein, die anderen müssen nicht gelinkt sein und sie werden trotzdem ausgeführt. Und ihr seht es, ich habe sogar einen zweiten Kinetic Bolt zum Nachleveln für ein, ja, 20% Quality Game. Und hier habe ich einfach noch Flame Dash mit Faster Casting und Arcane Search. Aber es wird leider gar nicht so viel ausgelöst. Also ist auch nicht genau wieso. Weil ich zu wenig Mana verbrauche, scheinbar. Ja. So. Ja, da ist zu wenig Platz für die Leichen, deshalb habe ich sie nicht ausgelöst. So. Dann kann ich mal, kommt raus hier. Delirium Monster. Das hat sowieso zu schwach. Zu schwach, alles zu schwach noch. Das muss natürlich zuerst auch gemacht werden. Also ich muss zuerst in ein höheres Gebiet gehen, damit sie stärker sind. So, lieber alles mal stark casten hier. Ich habe kaum Mana. Wenn ihr alleine castet, dann braucht ihr viel zu viel Mana und mit diesem einen Spellslinge braucht ihr kaum Mana. So unfair, unbalanciert. Aber es gibt noch schlimmere, zum Beispiel der Brand Recall ist verbuggt. Ich hoffe, der ist jetzt nicht mehr verbuggt, aber es wird wahrscheinlich erst Ende Season so sein. Und deshalb ist er noch viel mächtiger. Aber den nutze ich nicht. Ich nutze nicht OP-Builds. Ich habe jetzt einfach mal den gesehen, dass der ziemlich gut ist. Also, ich habe selber entdeckt, dass er ziemlich gut ist. Vielleicht hat es noch ein anderer Livestreamer oder so zuvor mir entdeckt, aber es ist schon ziemlich hardcore. Was hier einfach alles möglich ist durch diesen Bild. Wie schnell das einfach sein kann. Hey, jetzt sammle doch ein. Ja, jetzt zählt natürlich schon wieder die Zeit. Das kann ich nicht mehr abschütteln. Na gut. Es kommt raus. Sequoias Nun. Das hat auf Deutsch, auf Englisch gar nicht so, was das alles ist. Ja, also nächster Part wird auf Deutsch, weil im Kopf nicht kein Patch wieder rauskommt, dass er wieder Englisch macht. Weil wenn ich im Launcher eingebe, ja, ich spiele auf Deutsch, dann ist das Game trotzdem noch ein Ding auf Englisch. Also, naja, sehr doof. Ich bin halt ein deutscher Spieler. Ich spiele gerne die Games auf Deutsch, wenn die Qualität meistens nicht so gut ist. Ich spiele auf Deutsch! Meine Muttersprache sozusagen. Also Schweizerdeutsch ist meine Muttersprache. Ja. Ich hoffe, ihr seid noch da und nicht gelangweilt, weil ich so einen einfachen Bild habe. Aber es ist einfach cool.
too many bowls. Ich freue mich, dass ich so stark bin. Ich freue mich immer, wenn ich stark bin. So, was wollt ihr so? Ich habe hier immer noch die Explosiv-Traps von ganz am Anfang, damit ich ein bisschen Schaden an Bossen machen kann. Wenn ich natürlich kein Hauptspell habe und eher auf nicht Spell-Damage gesetzt habe. Eher auf Defensive gesetzt habe und immer noch zu schwach bin, halt wenig defensiv. Aber gut, ich bin halt gerne ein wirklichen Glass Cannon. So, das haben wir geschafft. Und ja, ich werde den Part jetzt noch nicht so lange machen. Erst wenn ich dann wirklich jetzt zu zeigen habe, sind die guten Handschuhe. Da sind jetzt Doppelresistenzen drauf. Ich mache jetzt ein bisschen länger, mal es anzuschauen, weil es auf Englisch ist wieder. Das wäre vielleicht ein Star, aber ja, er hat keine Geschwindigkeit. Attack. Boost. Attack Speed. Ja, brauche ich auch nicht. Aber die Handschuhe muss ich halt einfach noch recht gut. Aber ich habe wegen Rarity die anderen an. Ich warte einfach mal. So, dann haben wir noch irgendwo da. Okay, diesen Stash und den einen haben wir hier. Gut. Schon noch ein bisschen weit. Also eben, ich zeige ihn einfach immer wieder ein bisschen. Jetzt können wir nämlich noch kurz ein Juwel reintun. Das ist der, glaube ich. Aber der ist schwach für uns. Wir haben keinen Stab. Wir haben gar kein Juwel. Wir haben noch kein Juwel. Was können wir tun? Was sollen wir tun, wenn wir kein Juwel haben? Ah, ich glaube, hier ist der Juwel, noch ein Juwel, den ich brauchen kann. Nämlich. Wo ist er? Wo ist er denn? Da! Ja! Sehr schön! Ich habe den einfach gefunden. Den habe ich, glaube ich, kaum jemals gefunden. Und jetzt habe ich ihn direkt am Anfang gefunden. Jetzt könnte ich eigentlich den hier nehmen. Ja, aber. Wenn sie nichts bringt, muss ich ihn ja auch nicht reintun. Weil der hat nur Small. Da könnte ich eigentlich hier reintun und hier den zweiten Golem nehmen. Ja, muss ich anders gehen, also. Nehme den lieber noch kurz raus. Ja, ich mache ihn einfach hier rein. Genau. Und jetzt. So. Schriftrollen mitnehmen. Bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich kann halt kein Let's Play machen, weil halt, ja, das Spiel halt echt ein bisschen Probleme macht mit OBS, aber vielleicht kann mir da jemand helfen. Gut, also tschüss Leute und ja, viel Spaß noch mit anderen Videos oder so, was ihr so macht den ganzen Tag. Tschüss!